Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal bei der Fragerunde im Oktober. Das Jahr ist gut vorangeschritten. Ich selber habe extrem viel erleben können und dürfen und ich hoffe, ihr auch. Ja, ich war bis gestern noch am Wasser unterwegs, deswegen jetzt ein paar Tage versetzt in den Oktober hinein die Fragerunde. Und wir wollen gleich mal starten. Es sind viele interessante Themen dabei, auch welche, die mich auf persönlichen Wege erreicht haben, über PNs auf Instagram oder Facebook. Also falls ihr da was habt, einfach melden. Und auch ein paar Themen, die heiß diskutiert werden, auch die nehmen wir mit dran. Und ich hoffe da schon mal auf eine rege Beteiligung von euch. Bin mal gespannt, wie ihr das Ganze dann seht. Und wir wollen doch erstmal mit ein bisschen leichter Kost starten vom Manuel. Manuel hat geschrieben, erstmal danke für die Infos aus deinen Videos. Ich hätte eine Frage speziell auf das Wetter. Ich fische seit 8 Jahren ausschließlich auf Waller. Was mir aufgefallen ist, dass ich beziehungsweise noch nie einen Waller bei Regen gefangen habe. Meistens kamen die Bisse vor dem Regen oder circa eine halbe Stunde nach dem Regen. Ist das nur bei mir so? Oder hat das auch einen anderen Hintergrund? Vielen Dank im Voraus. Ja, Manuel, die Frage möchte ich mal zusammennehmen. Thema Wetter ist ja nicht nur Regen, sondern gehört für mich ganz wichtig auch dazu Wind, weil die sind wirklich schlecht für das Wallerangeln. Das heißt nicht, dass wir in diesen Phasen nicht fangen können, aber es ist sinnvoll, bei langanhaltenden Regenperioden oder auch Wind eine Etage tiefer zu angeln beziehungsweise das Angeln umzustellen und dieses sogenannte Kopfangeln machen, dort wo sich die Fische zurückziehen in solchen Situationen und Momenten. Heutzutage hat jeder die Möglichkeit von uns mit Wetter-Apps und so weiter, das Wetter schon einige Tage im Voraus einigermaßen gut zu bestimmen. Also die Apps heutzutage, ja, die sind wirklich relativ zielsicher. Ich nutze dafür sehr gerne die Angelwetter-App.de oder auch, was auch sehr gut ist, ist der Regenradar. Da sieht man auch immer sehr schön, wie das zieht, was kommt, wie viel und so weiter. Auch mit welcher Geschwindigkeit, also auch diese zwei Apps, auf die greife ich immer zurück, wenn ich am Wasser bin. Und ich mache das gerne so, wenn eine lange Regenperiode ansteht. Ich sage jetzt mal wirklich von so 2 Tagen Dauerregen, dann stelle ich schon das Angeln um. Ich sage dazu sehr gerne eingraben, dass ich mich dann wirklich auf den Platz festlege, weil das ist dann ein Angeln, wo wir meistens nicht viele Bisse bekommen. Aber der Manuel, die Erfahrung kann, glaube ich, jeder Wallerangler bestätigen, dass dann die besten Fangergebnisse immer während den Regenpausen stattfinden, beziehungsweise wenn der Starkregen irgendwann mal vorbei ist. Gerade in Flüssen ist es sehr häufig so, dass nach viel Niederschlag die Wasserstände sich ändern. Und deswegen ist es sehr häufig auch deshalb geschuldet, dass die Fische wie in so eine Pausenmodus gehen, wie als ob die schon immer Wochen oder Tage, sage ich mal, nicht Wochen, aber Tage, in diesen eigentlichen Regenperioden warten, dass das vorbei ist. Und meistens ist es dann so, es klart dann irgendwann auf und der Regen ist dann zwar durch, aber irgendwann beginnt der Fluss zu steigen, weil viel Niederschlag dann halt runterkam. Dann muss man das Angeln wieder umstellen, auf die sogenannten Fressplätze dann gehen, dort wo das Wasser sich dann ändert, also überspültes Grasland suchen und so weiter. Aber wenn ihr rausgeht ans Wasser, habt viel Wind, auch an der Elbe ist das extrem auffällig, da suchen wir uns sofort Bereiche, dass wir windgeschützt angeln können. Auch dort haben wir die Erfahrung gemacht, also das ist nicht gewässerspezifisch irgendwie. Auch dort suche ich mir dann immer solche Bereiche, wo ich mich, wie gesagt, eingraben kann und wo ich denke, dass sich die Fische dorthin zurückziehen. Das sind meistens tiefere Bereiche vom Gewässer, auch sehr gerne Bereiche, wo sich Fische unterstellen können, unterspülte Ufer, Holz im Wasser und so weiter. Nach solchen Sachen suche ich dann und deswegen bei Regen oder Wind meistens für mich diese sogenannte Phase zum Kopfangeln. Auch muss man ehrlicherweise sagen, meistens nicht viele Bisse, aber man kann da Fische fangen. Und dann, wenn sich das Wetter dann gelegt hat und es ändert sich, dann
kann man da wieder sehr gut fangen. Von daher wollen wir zum Oliver gehen und er schreibt, wie würdest du bei Hochwasser vorgehen, wenn du kein Boot zur Verfügung hast? Vielen Dank schon mal. Ja, diese Frage, Boot, Thema, haben wir, glaube ich, schon bei sehr vielen Fragerunden beangelt. Für mich ist die erste Frage, warum kein Boot? Ist es am Gewässer nicht erlaubt? Das ist das eine. Oder habe ich keins? Das ist das andere. Und speziell jetzt beim Thema Hochwasser, immer wieder mein Tipp, aktives Angeln. Aktives Angeln, weil ich höre da immer wieder raus, ja, ich habe da kein Boot oder das Boot ist verboten und das ist aber mein Hausgewässer, was für mich im Umkehrschluss immer wieder bedeutet, relativ kurze Anfahrtswege. Und da macht das durchaus Sinn, dort auch mal eine Stunde nur hinzufahren, um mit der Spinnrute zum Beispiel mal zu testen, dann wieder einzupacken und nach Hause zu fahren. Was natürlich jemand, der im Ausland unterwegs ist oder ich sag mal in weit entfernte Revieren, gar nicht so möglich ist. Von daher genau dieselben Ratschläge. Oliver, klick dich da mal bitte rein. Und für all diejenigen, die das interessiert, das große Thema Wallerangeln ohne Boot. Ich war da mit Hannes und Sören unterwegs. Schaut einfach mal bei Zec Fishing Wales, da findet ihr zwei Teile dazu. Da haben wir ein paar Tipps und Tricks, wie wir das Ganze machen ohne Boot. Und gerade an solchen Gewässern, wie wir da unterwegs waren, die gibt es viel, ist es sogar sinnvoll, so zu angeln, gerade wenn es schnell gehen muss. Also da braucht man nicht unbedingt ein Boot, gerade bei der Fischerei bei hohen Wassertemperaturen. Für einen Spätherbst oder ich sag mal Winter nichts, aber so im zeitigen Frühjahr bis Anfang Herbst hinein eine sehr geile Angelei, wo es nicht unbedingt nötig ist, auf ein Boot zurückzugreifen. Wie gesagt, wer da Interesse dran hat, schaut da mal rein. Da findet ihr noch das eine oder andere, vielleicht nützliche. Jetzt haben wir eine Frage bekommen. Ich war jetzt gerade September am Grande Fiume. Für mich war es eine neue Jahreszeit dort, das sonst nur März bzw. November. So konnte ich auch zum ersten Mal einen Sandabriss bewusst befischen. Die Wassertemperatur lag bei 19 Grad und als Köder wurden Forellen eingesetzt. Vom 5 gesetzten Ruten 2 direkt nach dem Abriss, eine einzige Topwater an einem Baum, 3,50 Meter Wassertiefe und einen ruhigen flachen Bereich sowie eine Longrange Richtung Naturufer waren am Folgetag bis auf die Longrange alle Forellen tot, Haarmontage. Liegt es am Sand im Wasser oder was könnten die Gründe dafür gewesen sein? Gleiche Temperatur in der Steinpackung macht dem Forellen nichts. Könntest du Ähnliches erfahren? Ja, das ist die erste Frage. Wo hat man bei 19 Grad Forellen her? Also die meisten Camps, die ich kenne, haben das da noch gar nicht, weil die da noch nicht zu bekommen sind. Meistens nochmal eine Etage kälter, also so ab 16 Grad ohne Probleme einzusetzen. Und das erste ist Sandabrissangeln. Da meinen wir vielleicht zwei verschiedene Sachen, weil wenn ich Sandabrissangeln mache, habe ich nie die Möglichkeit, an einem Baum anzubinden. Weil zum einen pendelt mein Boot, da habe ich es ganz, eigentlich nie ist das möglich, dass ich irgendwo ans Ufer noch eine Rute binde, weil ich mitten auf dem Fluss stehe und durch diese Pendelbewegung, wenn ich da irgendwo anbinden würde, wäre die Gefahr extrem groß, dass die Reißleine kommt. Das zweite ist, ja, ist logisch, dass in den Abriss die Köder tot sind. Das hat aber jetzt nicht indirekt was mit Forellen zu tun, die sind natürlich extrem anfällig bei 19 Grad, das steht außer Frage. Aber dort im eigentlichen Abriss herrscht kaum Strömung. Das dreht so ganz langsam zurück. Also das sind meistens so 0,5 bis 1 km/h Drift. Und da haben auch andere Köderfische extreme Probleme. Auch mit Meereschen ist das nicht einfach, die zu setzen. Das ist ganz wichtig. Und das ist halt immer wieder das, was mir auffällt, wenn ich mich mit befreundeten Anglern oder mit Anglern, die ich irgendwo kennenlerne, unterhalte. Die sagen mir dann, ja, ich habe das aber gemacht. Und wenn ich das dann so raushöre, fällt mir dann immer auf, das ist aber nicht das, was ich als Sandabrissangeln meine. Weil Sandabrissangeln mache ich immer, ich habe dazu auch schon Videos gemacht, an dieser äußeren Kante, wo drei Kanten aufeinander laufen zum Fahrwasser. Und da habe ich nie die Möglichkeit, in den Naturufer noch reinzuziehen, weil der Abriss meistens rausläuft von der flachen Uferseite Richtung der tieferen. Und dort, wo die tiefere ist, ist meistens der Fluss bebaut durch Steinpackungen.
Und dort, wo diese Querkante kommt zum Abriss, haben wir einmal so eine Kante, dann diese Kante, die so reinfällt in das Fahrwasser. Und ich setze genau auf diesen Punkt, wo die Strömung wieder anfängt zu laufen. Und das ist sehr oft, oder was heißt sehr oft, das ist halt Wallerangeln. Sowas ist sehr, sehr schwer zu erklären, was man dann damit immer meint. Aber was ich hier jetzt halt rauslese, ist, dass mein Abrissangeln, wie gesagt, da habe ich nicht die Möglichkeit, an einen Baum anzubinden oder in ein Naturufer zu legen. Wenn du einen Abriss meinst, der irgendwann vom Naturufer auf eine Sandbank läuft und geht dann so hoch, da steht das Wasser eh meistens hinter diesem ganzen Bereich und je nach Wassertiefe ist dort Faulschlamm, das ist sehr, sehr weicher Boden, auch das kommt den meisten Köderfischen extrem negativ entgegen. Von daher ist das dann auch wieder dort unerheblich, ob man da eine Forelle einsetzen oder auch eine Meeresche oder so. Und wie gesagt, ich selber nutze Forellen als Köder eigentlich nur unter der, ich sag mal, 17, 16 Grad Marke, auch weil ich die vorher meistens dort nie kaufen kann, also ganz selten. Und dann ist es so, dann, wenn das Wasser noch so warm sein sollte, mache ich dann lieber diese Steinpackungsangeln, dort passiert nichts, das war ja auch deine Erfahrung. Und für dieses eigentliche Abrissangeln würde ich dann immer versuchen, Brassen, Güstern zu fangen. Auch dazu vielleicht eine Geschichte von meiner Sommertour mit meinen Mädels. Ich war dazu im Casa Silure von Harry Stadelhuber und ganz normal angefangen, Meereschen angeln und sind dann in eine Steinpackung gemoved, weil wir das Boot auch vom Harry da hatten und es sind Aluboote, die kann ich da einfach in der Steinpackung parken und habe so angefangen mit Fischen und hatte am ersten Tag keinen Biss. Und dann mache ich sehr häufig halt so, natürlich checke ich, was macht der Fluss, steht der, fängt der an zu steigen, ist er konstant seit Tagen oder Wochen und so weiter. Und habe dann angefangen zu stippen und erstmal geguckt, was fange ich denn in der Steinpackung, wenn ich stippe in den Steinen. Auch so eine Tätigkeit, die ich eigentlich nie sehe, oder ich sag mal ganz selten bei Italienfahrern, dass überhaupt noch geguckt wird, was fange ich denn. Jetzt werden viele Italienfahrer da gleich aufschreiben und sagen, nur Katzenwälse. Ja, das ist auch ein Phänomen, aber was mir aufgefallen ist, extrem platzabhängig. Ich habe Plätze gehabt, da war es wirklich jede Drift mit meiner kleinen Pose in den Stein entlang, war ein Katzenwels, wirklich heftig. Und dann wirklich 200 Meter weg, habe ich auf einmal Güstern gefangen und Brassen. Und ich habe in dieser Woche 9 Güstern gefangen, alle so zwischen, sagen wir, 15 bis, sagen wir, 30 Zentimeter. Und diese 9 Köderfisch, warum weiß ich das so genau, dass es 9 waren? Weil das die waren, die mir jeder einzelne Köder ein Wels gebracht haben. Und das war halt extrem auffällig. Ich habe jeden Abend 4 Ruten gesetzt. Wir haben dann das Angeln umgestellt. Haben auch meistens nur bis zur Mitternacht geangelt. Und sind dann wieder ins Camp gefahren. Und dann habe ich immer 4 Ruten gesetzt. Meistens vier verschiedene Köder. Brassen, Güstern, wenn ich sie hatte. Immer Meereschen mit draußen. Meistens 2 Ruten. Und wenn ich mal hatte, einen Rapfen, aber das war in der Unterzahl. So, und ich habe es geschafft, auf 9 Güstern 9 Wälse zu fangen. Dann hatte ich noch einen auf einen Giebel, den ich dort vom Camp hatte, und einen auf einen kleinen Rapfen. Und das ist da halt wieder extrem auffällig gewesen. Ich habe dort dann die Ruten auch abgelegt, wo ich Fische gefangen habe, beim Stippen. Und das ist mir da halt aufgefallen, dass wenn ich außerhalb gestippt habe, viel Katzenwels dabei hatte. Und direkt in den Steinen, also wie gesagt, so Meter, zwischen 1 Meter bis 1,40 Meter Wassertiefe, wenn ich solche Bereiche gefunden habe, habe die abgeangelt, habe ich meistens meinen Futterfisch gefangen und dahin habe ich dann die U-Posen gesetzt und habe Fisch gefangen. Und so arbeite ich immer, egal zu welcher Jahreszeit. Und wie gesagt, diese Frage hier mit diesen Sandabrissangeln und mit diesem toten Köderfisch, das ist ein Riesenproblem, gerade hinter großen Abrissen, wo es in Naturufer übergeht. Das sind Bereiche, wo es meistens steht oder fast stehendes Wasser ist. Und dort habt ihr die Probleme sehr, sehr häufig, dass euch die Köder kippen. Und zum anderen ist es sehr, sehr selten ein guter Angelplatz für Wels. Die sind da meistens weiter draußen, es sei denn, das Wasser ist sehr kalt und dieser stehende Bereich hat etwas tieferes Wasser.
dann ist das mal ganz gut. Dann möchte ich gern weiterkommen zum Daniel. Und zwar, mal wieder sehr aufschlussreich, mal eine Frage zu einem Zitat von dir. Tipp: Als gute Faustregel gilt Hauptströmung nein, stehendes Wasser nein. Sucht nach Strömungsschatten und ihr findet auch die Welse. Warum nicht in die Hauptströmung oder im stehenden Wasser? Ich angel nur mit Deadbait. Liebe Grüße, Daniel. Ja, Daniel bringt sich seit vielen Monaten hier regelmäßig mit ein. Und dieses Zitat kommt aus einem ZecMec-Beitrag. Auch dazu, für all die Interessierten da draußen, schaut da einfach mal rein. Ich habe schon das eine oder andere dort geschrieben, veröffentlicht. Hoffe da, dass ihr immer wieder den einen oder anderen Tipp bekommt. Und kommen wir mal wirklich zu diesem Thema, weil das halt immer wieder auch diskutiert wird. Und es ist gar nicht so einfach, das immer wirklich so darzustellen, wie man es dann meint. Was meine ich damit? Hauptströmung nein, stehendes Wasser nein. Das erste ist, Hauptströmung haben wir das Riesenproblem. Überall dort, wo starke Strömung ist, kommt der meiste Dreck mit. Das ist sehr, sehr häufig so. Dann haben wir das zweite Problem in schnell strömenden Bereichen, dass wir, je nachdem, was wir auch für Köder einsetzen, dort das Problem haben mit dem Strömungsdruck auf der Schnur, dass uns entweder die Montagen verdreht bzw. verdrückt oder auch der Strömungsdruck auf der eigentlichen Hauptschnur relativ groß wird. Stehendes Wasser hatte ich gerade oben schon erklärt, weil mir das extrem aufgefallen ist. Oder auch in so Hafengebieten, weil ich das auch ganz häufig vom Po in Italien kenne. Das sind teilweise große Hafengebiete, wo der Fluss mit einer Steinpackung getrennt ist, einen Einlauf hat, beziehungsweise Zugang zu diesen Bereichen, die teilweise sehr groß sind und sehr häufig sogar tief. Die sind dann 10, 15 Meter tief teilweise, die Eingänge sind relativ flach, mal 2 Meter. Und dann habe ich sehr häufig das Phänomen, dass Leute dort angeln wollen. Und ich weiß es mittlerweile aus vielen Sessions heraus, dass das schlechte Bereiche sind. Bei, und das ist immer wieder wichtig, bei normalen Wasserständen. Und das, wie gesagt, lässt sich sehr schlecht immer pauschalisieren. Dieses Zitat, was ich hier gemeint habe, nicht nur für den Daniel, das ging ja um das Thema Schlammigtod. War es Rotations-U-Posen oder war es das Warm-Pop-Up-Rig? Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Nein, es war das Deadbait-Angeln, glaube ich. Und da ist mir halt aufgefallen, in diesen wirklich stehenden Bereichen, das meine ich mit diesem Artikel, wenn das Wasser normal ist, sind sehr selten große Fische dort. Wir finden sehr häufig dort kleinere, mittlere Fische, die ein bisschen abseits dann von den großen dort ihre Ruhe finden. Solche Bereiche wie diese Hafengebiete befische ich dann wirklich, wenn diese Steinpackung abgesoffen ist und das Wasser rauscht darüber. Deswegen sind die meistens auch tief, weil wenn das da richtig drüber strömt, dreht das in diesen Gebieten. Deswegen gibt es da wie so Bombenkrater. Das ist dann ein richtiger Dreckfänger im Hochwasserfischen dort, weil dort alles zusammenkommt, sich bündelt. Und da kommt man nämlich gleich wieder zum nächsten, Hauptströmung nein. Nein, so einfach ist das nämlich nicht, denn beim Hochwasser zum Beispiel, gerade in dieser ersten Phase, auch dazu habe ich schon mal was gemacht, Hochwasser hat immer drei Phasen für mich, Fluss trübt ein, Dreck kommt mit und fängt an zu steigen. Dann fische ich mitten im Strom und das ist für einen stationären Angler, der mit der U-Pose, mit einer Boje, wie auch immer, fischen möchte, nicht umsetzbar. Das Wasser ändert sich, in der Hauptströmung kommt dann gebündelt Dreck mit. Kein ordentliches Fischen, gerade über einen längeren Zeitraum möglich und dort muss ich dann aktiv angeln. Aber die Waller fangen an zu ziehen, die meisten Futterfisch drückt es nach oben, weil dann Schaum ins Wasser kommt, der Fluss trübt ein durch Sedimente und so weiter, die Futterfische sind in Bewegung und dann ist die große Zeit für den Spinnfischer. Bis zu einer gewissen Phase, wenn dann das Wasser zu hoch ist, dann kommt nur noch Dreck mit, dann kann ich dort auch mit der Spinnrute sehr schlecht angeln, weil ich bei jedem Wurf dann Holz oder sonst irgendwas in meinen Köder drin habe. Und ab einer gewissen Höhe kommt Phase 2, dann gehen die Waller bzw. die Futterfische aus der Hauptströmung raus,
gehen in strömungsberuhigte Bereiche, Strömungsschatten. Auch dann müssen unsere Köder dahin. Und in der dritten Phase, wenn das Wasser abläuft, sind es wieder diese Gebiete, wie aus so einer Hafeneinfahrt raus. Wenn die trocken laufen, muss ich diese Passagen zumachen, weil gerade die besseren Fische den letzten Punkt abwarten und dann da vor hin und her patrouillieren, wenn die Futterfische da rauskommen. Ihr seht also, dass das immer wieder extrem schwer ist zu pauschalisieren. Deswegen dieses Zitat, ich habe das auch mal beim Thema Haken gehabt, dass mir dann der eine oder andere davor gehalten hat, ich lobe auf einmal irgendwas hoch, was vor 3 Monaten noch anders war. Nein, das Problem ist aber halt immer dieses Gesamtbild dann auch wirklich gerade in kurzer Printformat Text wiederzugeben. Wie gesagt, in der Hauptströmung habe ich schon sehr, sehr viele Waller gefangen. Auch jetzt bei der Sommerfischerei, zum Beispiel an der Elbe. Auch dort suche ich wirklich die Hauptströmung, wo wir teilweise 6, 7 km/h haben. Da ist schon richtig Dampf drauf. Das geht aber nur, wenn das Wasser normal ist und in diesen Bereichen wir kein zu viel Dreck kommt. Also Gras, das können kleinste Partikel sein, die uns dann aber die Rotationshyposen zusetzen und so weiter und so fort. Und deswegen immer wieder ganz wichtig, gerade Daniel, wenn du mit Deadbait angelst oder alle anderen Ballerangler da draußen, ausschlaggebend immer wieder, um dauerhaft erfolgreich zu sein, ist der Wasserstand. Immer wieder. Dann kommt das Wetter und dann passe ich alles zusammen an. Auch hierzu vielleicht immer wieder nochmal konkrete Beispiele, was ich damit genau meine, weil wir es jetzt hier hatten mit dem Deadbait-System. Ich war, wie gesagt, mit Hannes unterwegs und wir haben ganz normale Buhnen befischt. Hat auch soweit funktioniert, wir haben unseren Fisch gefangen, alles soweit okay. Dann haben wir gesagt, okay, das hat funktioniert. Jetzt machen wir reine Steinpackungsangeln dort, wo keine Buhnen den Fluss nochmal beruhigen, sondern wo die Strömung draufläuft, weil das meistens Bereiche sind in den Sommermonaten, wo die Fische dort entlang patrouillieren oder auch liegen. Gerade in den sehr warmen Sommermonaten liegen die Fische sehr gerne an diesem Steinpackungsfuße, weil dort die Strömung draufläuft, den Strömung Sauerstoff bringt und so weiter. Und das ist immer ein sauguter Bereich. Und wie war es? Wir sind dann dahin. Dann hat es aber geschüttet wie aus Kübeln, richtig runtergehauen bis zum späten Abend hin. Und wo man dann fertig war mit Rutensetzen, haben wir schon Bauchschmerzen gehabt. Im Endeffekt hätten wir moven müssen, weil wir schon gedacht haben, der Fluss ist nicht gestiegen. Aber durch diesen extremen Platzregen, möchte ich mal sagen, der über große Teile des Landes hinweggezogen ist, kam in der kurzen Zeit viel Sedimente in den Fluss. Von allen möglichen, Gras, Sand, was auch immer. Und es war dann halt auch so, wie ich habe dann Gras gefangen, die Ruten gingen dann so ganz langsam krumm. Wir haben die noch ein bisschen umgesetzt, ein bisschen modifiziert, aber konnten in dieser Nacht keinen Fisch fangen. Und das zeigt, was Wallerangeln ist. Wir haben vielleicht in der Theorie richtig spekuliert, aber in der Praxis sah es dann wieder abends anders aus. Und das ist halt sehr oft so, wenn ich meine, Strömung nein, stehendes Wasser nein. Wie gesagt, stehendes Wasser meide ich in der Regel komplett. Gerade für große Fische ist das extrem auffällig. Sehr große Fische finden wir da meistens nie. Ich suche immer gerne Strömungsschatten. Hauptgrund, ich kann da meine Köder über einen längeren Zeitraum sauber präsentieren und sehr häufig sind das halt auch solche Zonen, wo sie die Futterfische nachts zurückziehen, weil sie dort Schutz finden. Ein Futterfisch schwimmt auch nicht gern in der Strömung, kommt natürlich auch hier wieder auf die Köderart an. Es gibt viele Fische, wie die Barben zum Beispiel, die stört das nicht. Die finden wir meistens weiter außerhalb an der Steinpackung entlang. Aber das sind dann eben meistens nicht die besten Köder, weil die Waller dann halt sehr oft Fische suchen, die dann in diesen Steinen leichter abzuholen sind, wie eine Barbe auf so groß verteilten Räumen. Und ich glaube, dadurch merkt ihr auch schon wieder immer wieder, was ich versuche, ja gerade bei diesem kleinen YouTube-Kanal, was ich hier betreibe, immer wieder diesen Blick zu erweitern, nicht irgendwas stumpf nachplappern oder sonst irgendwas, sondern diese Erfahrungen zu machen und dann auch wirklich an euch weiterzugeben. Und wenn ihr solche Fragen habt, beziehungsweise auch Zitate von mir oder aus meinem Buch, könnt ihr mich damit jederzeit gerne kontaktieren und dann können wir das auch richtig stellen. Aber generell, gerade für das Deadbait-Angeln nochmal hier zusammenfassend,
Deadbait suche ich auch sehr gerne Strömungsschatten, weil halt die Strömung einen Zusatzreiz nochmal an den Köder bringt, dass er so ein bisschen pendelt. Im rein stehenden Bereich würde ich dann lieber immer der Taubaumpräsentation einen Vortritt geben. Habe ich mehr Vertrauen drin, wie in einem komplett stehenden Bereich einen toten Köder dann einzuhängen. Und deswegen, wenn der Fluss normal ist, Hauptströmung ja, guter Bereich. Und falls du dir da nicht sicher bist oder es auch Schwankungen gibt durch Schifffahrt, durch was auch immer, dann lieber wirklich Strömungskanten suchen, wo du deinen Köder über einen langen Zeitraum sauber präsentieren kannst. Kommen wir zum Thomas. Hi Benny, danke für deine Antwort. Nächste Frage. Hast du für dich herausgefunden, wann die weiße oder die schwarze U-Pose besser funktioniert als die jeweils andere, zum Beispiel während der Mondphase oder bei der Gewässertrübung? Übrigens ein Mega-Format, ich schätze deine Meinung sehr. Liebe Grüße, Thomas. Ja, die Grüße gehen wie immer an alle von euch da draußen zurück. Und auch hierzu vielen Dank immer wieder für das positive Feedback. Auch wie gesagt, wenn ich weiß, dass das sehr klein ist, das Format. Aber nichtsdestotrotz erreichen mich da regelmäßig sehr viele Zuschriften, auch über private. Erstmal dafür nochmal vielen Dank. Kommen wir gerade nochmal zu dieser sehr, sehr interessanten Frage mit dem Thema Farben, Kontraste und so weiter. Nein, ich habe es nicht spezifisch herausgefunden, wann was besser ist wie das eine oder das andere. Ist nicht möglich. Ich habe sehr oft in Natur das Gefühl, jetzt habe ich so ein bisschen Stein der Weisen gefunden, die läuft besser die Route, setzt das um und auf einmal läuft wieder das andere. Das ist bis heute bei mir nicht eindeutig zu sagen, woran das liegen kann. Ich habe zum Beispiel auch in dieser Sommertour zwar meinen besten Fisch mit einer weißen U-Pose gefangen, wo der Wasserstand etwas über Null war, direkt in den Stein drinne unter so einer Hecke. Und da habe ich dann gedacht, okay, das ist halt wahrscheinlich auch deshalb geschuldet, weil das Wasser relativ trüb war für diese Jahreszeit, durch diese wechselnden Wasserstände, die wir immer zu hatten. Aber im Endeffekt habe ich dann wirklich deutlich mehr Bisse gehabt mit einer ganz normalen schwarzen Unterwasserpose. Ich habe immer wieder den besten Tipp dafür, probiere das aus. Ich probiere das so aus und auch dazu muss man vielleicht nochmal das ein oder andere Wort verlieren. Was heißt denn ausprobieren? Ausprobieren heißt nicht, dass ich drei Montagen setze, fange auf der ersten Rute einen Fisch, drill den und setze dann diese Rute wieder dahin. Ausprobieren heißt für mich, ich habe zum Beispiel eine schwarze U-Pose 10 Gramm, dann kommt die zweite Rute mit einer 20 Gramm in weiß und dann zum Beispiel die dritte Rute 30 Gramm, nehmen wir mal an, in schwarz. Oder zwei Mikro-U-Floats, wie auch immer, ich probiere da sehr viel aus. Und wenn ich jetzt einen Fisch fange, setze ich immer die Rute, die als kürzestes daneben liegt, dorthin, wo der Fisch kam und die Rute, die mir den Fisch gebracht hat, dorthin, die ich weggenommen habe. Dadurch kriege ich sehr viel raus, aber warum mache ich das? Das hängt sehr häufig damit zusammen, dass ich mit einem guten Freund oder so unterwegs bin und wenn ich einen Fisch gefangen habe, mache ich sehr oft so, dass derjenige, der am Ufer ist oder der den Fisch gefangen hat, wie auch immer, die Rute neu beködert, egal ob jetzt mit Tauwurm oder einem Köderfisch irgendwo herholt, aus dem Setzkescher und ich die Rute, die im Wasser ist, schon nehme, korbel die schnell auf, fahre die dorthin, wo die andere lag, setze die ab und dann habe ich nämlich wieder diese Einflugschneise frei, um mit dem Boot dahin und her zu fahren. Das mache ich sehr, sehr häufig so. Dadurch mache ich mir Platz, was die Gefahr minimiert, um mir selber in die Schnur zu fahren und ich probiere dadurch immer mehr aus. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Was mir aufgefallen ist bei dem Thema Farben, weil das sehr, sehr oft, ich habe ja auch viele Jahre gelb, rot und so weiter gefischt. Zum Beispiel ist mir aufgefallen, gelb war extrem schlecht, wirklich schlecht. Also ich selber konnte damit nie dauerhaft mehr Fische fangen wie mit einer anderen Präsentation. Natürlich wird das sehr oft anders suggeriert, aber da muss man halt auch immer wieder diese Kernzahlen dazwischen kennen. Und dazwischen heißt dann halt, wenn 6 Ruten gesetzt wurden mit 5 gelben Unterwasserposen, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass auf die gelbe das richtig läuft, höher, wie als wenn da nur eine im Spiel gewesen wäre. Deswegen diese Kennzahlen, die fehlen natürlich meistens bei solchen Sachen, wenn da was hochgelobt wird. Rot war wirklich gut bei Phasen, wenn das Wasser abgelaufen ist und ist wieder aufgeklart.
Dann war das sehr gut und bei sehr klarem Wasser. Bei Mondphasen konnte ich bis jetzt noch gar nichts feststellen. Und wie gesagt, ich fische jetzt aktuell immer eine Montage mit einer weißen U-Pose und eine mit einer schwarzen. Und dazu gleich nochmal was anderes, was extrem auffällig dieses Jahr an der Elbe war. Ich war dieses Jahr eigentlich an der Elbe so viel Nächte unterwegs, wie die ganzen 3-4 Jahre zusammen ich nicht geschafft habe. Natürlich bedingt durch Corona, aber auch, weil ich jetzt wirklich diesen Nan gefressen habe, dort konstant am Fisch zu sein oder mich da mehr reinzuarbeiten. Ich bin da jetzt wirklich sehr oft unterwegs gewesen und da ist mir halt aufgefallen, dass die Farben dort selber, jetzt war das Wasser meistens sehr klar, bis jetzt überhaupt keine große Rolle gespielt haben. Aber es gab einen Punkt, wo ich deutlich besser fange wie mit der anderen Unterwasserpose und das sind kleine Rasseln, diese Glasrasseln. Die baue ich mir in die Unterwasserpose ein. Auch dazu werde ich euch vielleicht mal was fertig machen. Das ist nicht das große Hexenwerk, euch das zu zeigen, für all diejenigen, die das nicht kennen. Auch dazu haben mich persönliche Nachrichten erreicht, die dann geschrieben haben, Gründer, das ist Blödsinn, weil in dem Moment, wo sie die Rotationspose dreht, wirkt die Gravitationskraft und diese Rasseln kleben im Prinzip aufeinander, diese Bleikügelchen, weil sich's ja so schnell dreht und es klappert nichts mehr. Dadurch, dass ich halt an der Elbe diesen riesen Vorteil habe, ich sehe meine Montagen, ich sehe die wirklich, wenn ich die ausgelegt habe, ich fische ganz selten tiefer, also ich kenne überhaupt keinen Bereich, der tiefer wie 3,50 Meter ist. Und mir ist halt aufgefallen, große Unterwasserposen, teilweise habe ich mittlerweile 3 Unterwasserposen auf dem Vorfach, gerade in so Steinhaufen drin. Und dort sehe ich immer meine Rotationsposen, weil die ein Metallblatt haben und ich sehe, wie die sich drehen. Und mir ist halt aufgefallen, dass die sich nicht so drehen, wie die meisten dann denken, dass das so konstant geht. Die drehen sich so immer mit so Intervallen. Das geht mal schneller, aber meistens ist dann auch wieder so. Also das habe ich jetzt ein paar Mal beobachtet und das ist extrem auffällig, dass sobald Rasseln da drin sind, ich deutlich mehr Fische fange. Deutlich mehr. Ich habe da immer 50-50 gefischt. Also das heißt, eine Rute mit, eine Rute ohne. Und auch da, wenn ein Biss kam auf die Rassel, habe ich die noch draußen war, umgelegt auf da, wo der Biss kam. Und habe dann die mit der Rassel auf die andere Spot gesetzt. Und es war immer die mit der Rassel, die mir Fisch gebracht hat. Auch dazu, ich habe da insgesamt eine Nacht komplett null gehabt. Eine Nacht, ansonsten immer Fisch, auch wenn es viele kleine waren. Und dazu gleich nochmal ein zweiter wichtiger Tipp, weil ich das auch mit Hannes hatte, zu einem ZEC Plus Filmdreh, den ihr in der App findet. Und da könnt ihr gerne mal reinschauen, weil er im Grasland. Und da war das halt so, die Fische waren gut unterwegs, weil der Fluss auch 3 Meter über Null war. Und Hannes ist ja er hat viel mehr Zeit in Deutschland verbracht. Der ist da viel involvierter mit diesen ganzen Köderalternativen und so weiter. Ich schwöre ja auf Tauwurm. Habe mittlerweile da das größte Vertrauen drin, sobald da was anderes mit dabei hängt, habe ich da schon nicht mehr so den Draht dazu. Und wir hatten dann eine Route, wo wir 2 Fische ineinander gefangen haben, konstant Bisse. Und Hannes sagt, jetzt lass uns die mal dippen, wir probieren das. Da war ich natürlich Feuer und Flamme, weil wir auch Dips zum Testen dabei hatten, die selber gemacht wurden von einer anderen Firma. Das hatten wir mit, auch von verschiedenen Herstellern und so weiter und haben das probiert. Und das war extrem auffällig. Wenn die mit einem gewissen Sachen gedippt waren, waren die Bisse null. Wirklich null. Und ich habe das jetzt schon ein paar Mal mitgemacht, weil ich ja auch mit Workshop-Teilnehmern und so jetzt unterwegs war in verschiedenen Revieren. Dieses Dippen, gerade so direkt auf die Würmer und so, und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, war meistens so, dass es schlechter war. Am besten war wirklich der Wurm aus der ganz normalen Erde fertig. Das ist mir extrem aufgefallen. Also das war nie so, dass wir irgendwelche Köder gedippt hatten und es ging dann nur die Rute.
Also auch das, weil das ja auch sehr häufig ein bisschen anders dargestellt wurde, das habe ich jetzt wirklich viel probiert, sehr viel. Und das war auffällig, wie gesagt, in dem Moment, wo die Würmer dann gedippt waren, war es schlechter. Zwar deutlich schlechter. Und dann war auch wieder unabhängig davon, ob ich eine weiße Unterwasserpose davor habe oder eine schwarze. Das sind dann so Kleinigkeiten und auf sowas achte ich. Mittlerweile, wie gesagt, dippen ich meine Köder gar nicht, außer in meiner Wurmzucht. Da mache ich das sehr gerne, weil ich die regelmäßig gieße und gieße die sehr gerne mit Fischöl. Und ihr kennt das vielleicht, wenn dann diese Erde, die ist ja richtig feucht und ich nehme die dann so raus, dann schleimen diese Würmer so. Das kommt durch, ja, ich rieche das, aber es ist ein ganz anderer Duft, wie als wenn ich den mal kurz drauf sprühe. Das ist meine Erfahrung dazu. Und deswegen mit diesen ganzen Unterwasserposen mein Tipp, nicht nur für den Thomas, sondern für jeden von euch da draußen, probiert aus, setzt euch nie fest, fischt immer eine Rute so und eine Rute so. Und wichtig ist, wenn ihr Fisch damit gefangen habt, nicht gleich los, ja, und rot und nur die Form und die hat jetzt gefangen, sondern spätestens dann die Rute, die kein Biss gebracht hat, dorthin legen. Vielleicht war es nur der Spot, in Anführungszeichen nur der Spot, es ist eigentlich immer der Spot, der steht über allen. Auch ganz häufig ist es dann nicht egal, ob die Rute Meter links oder Meter rechts liegt. Das wird nämlich auch sehr häufig verkannt. Das ist dann schon wichtig, dass die punktgenau liegen. Auch dazu, das ist viel, viel wichtiger, immer wieder in meinen Augen, das immer wieder punktuell zu machen und dann wirklich ganz genau. Das ist mir auch immer wieder sehr wichtig dabei. Ich habe dann sehr oft das Gefühl, dass dann so, ja. Da wird dann die Rute so eingeschnickt und es müsste schon passen. Und naja, und die andere lag ja auf 1,40 m. Gut, jetzt liegt es halt auf 1,80 m, aber komm, der kommt da ja eh vorbei. Ich bin da ein bisschen anders. Ich habe da immer wieder so wie so ein, ja, wie so ein Antrieb. Ich kann da ganz schlecht schlafen. Ich muss wissen, dass das gut liegt. Und gerade wie gesagt, an der Elbe hatte ich bis jetzt immer den Vorteil, ich konnte das beobachten, wie meine ausgelegten Montagen unter Wasser arbeiten, weil die so flach ist. Ich konnte mir das wirklich sehr oft anschauen. Und ich habe sowohl mit weißen meine Fische gefangen, aber auch mit schwarzen Unterwasserposen. Da war jetzt weder das eine besser noch schlechter. Aber wie gesagt, was sich wirklich herauskristallisiert hat, waren in den Rotations-U-Posen kleine Glasperlen mit Kugeln drin. Das hat mir deutlich mehr Bisse gebracht. Und von daher, da mein Rat, legt euch nicht fest und probiert das wie immer aus. Ich habe hier jetzt eine Frage, die ich hier nicht drauf habe. Und zwar hat die mich erreicht über eine PN-Nachricht auf Instagram und ich möchte die mal mit reinnehmen und ich überlege schon die ganze Zeit, ob wir dazu einen Podcast machen. Und zwar geht es um das Thema, dass jemand beim Klopfen in einen schönen See einen Wels gefangen hat. Dieser ist hochgekommen an die Würmer, schönen Fisch gefangen, ist mit denen ans Ufer gefahren und hat den ans Seil gelegt, beziehungsweise kurz im Wasser gehalten, hat sich eine Watthose angezogen, hat ihn dort fotografiert und released. Dieser See war sehr überschaubar, Vereinsgewässer, hat ihn sofort released und hat dann weitergeangelt. Und 2 Wochen nach seinem Besuch dort haben andere Angelkameraden diesen Fisch gefunden, tot an der Gewässeroberfläche. Und dadurch, dass der Bestand überschaubar ist und auch die Gewässergröße etc., ist es relativ sicher, dass es dieser Fisch war, den der Kollege da beim Klopfen gefangen hat. Und hat mir jetzt geschrieben, ob ich diese Erfahrung auch schon gemacht habe und wie das passieren konnte. Er hat den ja nicht über Stunden angeleint. Und wie das, ob ich das auch kenne. Und da habe ich ihn zurückgeschrieben, ja, ich kenne dieses Phänomen. Ich kenne sogar einen See, wo ich öfter mal unterwegs war. Da ist das Anleinen Pflicht. Ja, auch das gibt es. Zumindest mal eine Stunde, zwei nach dem Fang. Und das hängt sehr häufig mit der Gewässertiefe und mit den Strukturen in diesen Gewässern zusammen. Es ist immer wieder so, dass da draußen dieses Anleinen verteufelt wird, noch und nöcher. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber ich habe, glaube ich, zwei, drei Filme mal gehabt, wo mir Leute geschrieben haben, Anleihen, absolutes No-Go. Und dann denke ich immer, okay,
Ich weiß gar nicht, wie man darauf kommt, dass das ein absolutes No-Go ist. Für mich ist es Kinderschändung, absolutes No-Go, aber wenn das Anleinen jetzt auch schon dazu zählt, möchte ich wenigstens den Grund dahinter wissen. Und gerade in stehenden Bereichen, wo wir Kraut am Ufer haben und wo wir eine Sprungschicht haben, ist es sehr häufig so, wenn wir Fische dann fangen, die sind ausgepowert, die sind gestresst und schieben die einfach wieder zurück, haben die sehr häufig das Problem, dass die absacken und unter diese Sprungschicht fallen können. Und dort ist das Wasser sehr kalt und es passiert dann mehr wie einmal, auch mir ist das schon passiert, dass ich Fische, gerade mittleren ist mir das mal wirklich passiert, gefangen habe und habe den gleich wieder reingeschoben, weil ich dachte, das ist ja alles cool. Und im Flachwasser war es dann halt so und so warm und paar Meter weiter draußen ist er dann runtergegangen, lag dann da quasi in dem hinter dem Kraut in den Schlammboden und dann nachts, wenn die Photosynthese und dann alles wirkt und der ganze Sauerstoff dann noch gezogen wird, lag er da unten irgendwo rum und meistens, wenn er dann zu ausgepowert ist, ist es dann wirklich so, dass der da verendet, weil der keinen Sauerstoff da mehr kriegt. Der kippt dann und ist dann Feierabend. Das Anleinen. Immer wieder, das Anleinen ist ja nicht dafür gedacht, dass ich den am Montag anleine, um den nächsten Wochen meinen Freunden zu präsentieren, sondern da geht es ja wirklich speziell darum, wenn ich einen Fisch gefangen habe, im Warmwasser, darum geht es erstmal im Warmwasser, was bei mir ab 18 Grad anfängt, dass ich diesen Fisch nach dem Fang im Flachwasser, dort wo wir die konstante Temperatur halt haben, erstmal ja, stabilisieren, nicht, dass der da rauskommt, wie gesagt, unter diese Sprungschicht fällt und dann dort verendet. Wie gesagt, mir ist das aufgefallen, ich kenne dieses Phänomen und von daher, es hat ab und zu wirklich seinen Sinn, einem Fisch zu hältern, beziehungsweise ihn nach dem Fang zu stabilisieren. So, und da ich mich ja selber nicht stundenlang da in das Flachwasser stelle, lege ich den kurz ans Seil. Auch beim aktiven Angeln mache ich das ja immer wieder. Wenn ich einen großen Fisch fange, auch im Winter oder so, lege ich den ans Seil. Ich fahre mit denen irgendwo hin, lege den ans Seil, lasse den wieder ins Wasser und ziehe mir dann erstmal eine Watthose an. Das ist für mich selbstverständlich, weil dadurch habe ich auf einmal die Hände frei, der Fisch kann sich kurz erholen, dann werden zwei, drei Bilder gerade in diesem Flachwasser gemacht, meistens ja, in einem flacheren Uferbereich, nicht dort, wo es halt gleich bis zum Hals mir steht, wo ich eh nicht groß mit arbeiten kann. Und dann immer wieder auch beim Zurücksetzen, weil ich das auch sehr häufig sehe, den schiebt man dann so weg. Nein, schiebt die Fische nicht weg, lasst die schwimmen. Das ist ganz wichtig, hinstellen, gucken, was sie machen. Und es ist dann sehr häufig halt so, gerade wie gesagt mit diesem Gras ist das halt auch die Gefahr groß, dass er so ein Stück schwimmt und dreht dann und liegt dann mit dem Kopf irgendwie in so einem Krautbatzen drinne und dann ist früher oder später für den Fisch da Feierabend. Deswegen lasse ich den im Flachwasser stehen, guck, wie der reagiert, ob er selber los will und so weiter und dann ist die Gefahr relativ gering, dass wir einen Fisch mal dort ja, haben, der da dran verendet. Wie gesagt, das ist immer wieder so Kleinigkeiten, worüber man sich unterhalten muss. Aber nichtsdestotrotz ist es ja auch wichtig, wenn man zusammen ein Hobby hat, auch gemeinsame Interessen da verfolgt am Wasser, sollte es ja nicht sein, dass der eine Wallerangler das verteufelt auf das Schärfste. Wie gesagt, Anleihen, absolutes No-Go und ja, was man für ein Depp ist, da jeden Fisch zu sammeln. Nein, wir sammeln natürlich nicht jeden Fisch, aber wenn ich einen schönen Fisch habe, hebe ich den auf und fotografiere den dann dementsprechend gut vorbereitet. Das ist nun mal so. Das kann jeder handhaben, wie er will, aber man sollte sich dann auch dementsprechend diese weiße Weste mal so ein bisschen ausziehen, weil das sind ja dann auch meistens die Leute, die sagen, die anleihen, denen sterben die Fisch und so. Das ist Quatsch. Natürlich sterben Fisch, aber es sterben wahrscheinlich auch genauso viel Fisch, die ihr einfach nur zurückschiebt, die ihr halt nicht mehr seht, aus den Augen, aus dem Sinn. Im Fluss kommen die halt ein paar Kilometer weiter unten an und in so einem kleinen See, wie in dem konkreten Fall, ist es dann halt offensichtlich, dass es dieser Fisch gewesen ist. Von daher hat der Angler da auch erst die weiße Weste sich angezogen, hat gesagt, ich leine nicht, ich habe den gleich fotografiert, warum stirbt dann der?
Wie kann das sein? Also von daher sollte man sich auch mal offen darüber austauschen. Gerade in dieser kleinen Ballerszene ist es sinnvoller, gemeinsam zu arbeiten wie gegeneinander. Und natürlich wird es viele Waller-Profis geben, die sagen, mir ist noch nie ein Fisch am Seil gestorben, weiß gar nicht, was ihr spricht, ich sammle keine Fische und so weiter. Bei mir ganz offen, wenn ich angeln gehe und ich fange einen schönen Fisch und ich möchte den dementsprechend auch dann fotografieren, leine ich den an, bereite alles vor und mache dann dementsprechend meine Bilder. Vorbereiten heißt dann halt, dass ich den an einem Platz habe, wo ich das überhaupt gut umsetzen kann. Wenn ich nur in dem Schlamm stehe und bin im größten Schlammloch unterwegs, wo ich alles hochwühle, wo ich den Fisch gar nicht ordentlich zurücksetzen kann, weil den sofort alles auf die Kiemen geht, das ist für mich Vorbereitung. Dass ich mich bewegen kann auch mit dem Fisch. Und sehr häufig ist es halt so, dann fahre ich halt mal über den Fluss hinüber auf eine andere Seite, gucke, wie dort das Ufer ist, ob ich da besser rauskomme, ob ich da besser arbeiten kann und lege den dort dann ans Seil, lass den mal holen, ziehe mir in der Zeit um oder wenn ich halt nachts fange, dass er dann halt schon dort ist und ich frühst dann gleich im Hellwerden dort mein Bild mache. Dafür gehe ich an, für ein ordentliches Bild, für ein ordentliches, Ergebnis für eine Dokumentation. Wie gesagt, das kann ja jeder selber halten, aber ich gebe mir so viel Mühe und mache so viel Arbeit, fahre ins Ausland, fahre dorthin, fahre dahin, mit dem Drang oder mit dem Wunsch auch einen großen Fisch. Der ist ja das Salz in der Suppe, das ist ja nun mal so. Und wenn ich den dann gefangen habe, ist das wie Erreichen eines Zieles. Und das ist ja das, warum ich losgehe. Und das möchte ich auch dementsprechend ordentlich für mich dokumentiert haben. Und deswegen bereite ich das dann alles vor. Und wenn ich den nachts fange, 2 Uhr, 3 Uhr, je nachdem, lege ich den ans Seil und frühs mit der aufgehenden Sonne wird er dann fotografiert. Und ich habe damit auch schon Probleme gehabt, gerade jetzt in meinen über 13 Jahren Selbstständigkeit als Guide. Ich habe da Fische, die mir gestorben sind, ja, die verendet sind, aber ich bin mir relativ sicher, dass viele von diesen auch mir verendet wären, hätte ich die gleich nach dem Fang wieder zurückgesetzt. Da waren auch Fische dabei, die ich gleich wieder releasen wollte, wo ich aber im Flachwasser schon gesehen habe, dass der keine Kraft mehr hat. Dann habe ich gesagt, wir legen einen sicherheitshalber ein Seil, dann eine Stunde später war der einigermaßen wieder fit. Da haben wir gesagt, okay, wir gucken jetzt nochmal, wie er reagiert, haben das Seil abgemacht und sobald das Seil wieder draußen war, ist er wieder gekippt und lag dann auf der Seite. Und wie gesagt, ich denke halt, das sind dann auch solche Fische, die wären mir wahrscheinlich auch verändert, wenn ich die rausgeschoben hätte und hätte gesagt, ja, ich habe jetzt gleich zurückgesetzt, denen ist ja nichts passiert. Dadurch, dass ich viel an Po in Italien unterwegs bin, gerade in den Sommermonaten, ist das relativ häufig so, dass ca. 2-3 Wälse in der Woche runterkommen, die tot sind. Da kann man dann auch mal hinfahren, kann sich das angucken. Und da sind sicherlich viele Fische dabei, die engagierte Wallerangler nachts gefangen haben, gleich wieder zurückgesetzt, weil sie ja Vorbild sein wollen. Die anderen da ja mit bösen Blicken gestraft haben und in der ja, Freiheit des Internets noch wild beschimpft, was das für Assis sind. Die anderen, die leihen ja an und wägen sich da in Sicherheit, dass alle Fische von ihnen da gleich released worden, dass denen nichts passiert, so ist es nicht. Also man muss da immer wirklich vorsichtig sein mit beiden. Definitiv ist eins Fakt, ich übertreibe das nicht, das muss ein ganz gesunder Menschenverstand wie immer dabei sein, egal bei was ich mache. Das ist für mich die Grundvoraussetzung. Wenn es da natürlich schon hapert, ja, dann ist es wurscht, ob es um das Thema Anleihen geht oder was anderes. Und das heißt halt für mich, dass es heutzutage so ist, wenn ich einen guten Lauf habe, höre ich mit Angeln auf. Das ist dann halt so. Ich habe da nicht mehr das Messer zwischen die Zähne, dass ich sage, ja, jetzt haben wir 5 große, vielleicht fangen wir 6., 7., 8., 9. noch die Nacht, dann sind wir die Könige. Nein, das ist vorbei. Wenn der Lauf ist und wir fangen guten Fisch, kommt die Rute auch nicht mehr ins Rennen, die bleibt dann draußen. Und dementsprechend, aber nichtsdestotrotz passiert es dann halt mal, dass die anderen Ruten, die noch drin sind, auch noch einen großen Fisch fangen. So, wenn ich dann Gäste dabei habe, für die das die besten Fische sind, heben wir die auf und fotografieren die gleich am kommenden Morgen. So, und wie gesagt, da merke ich dann sehr häufig, dass die Fische ausgeruht sind. Die Fotosession, wenn die gut vorbereitet ist, mit viel Wasser, gute Kommunikation, der eine macht das Bild, der andere hebt ihn, der andere gibt Hilfestellung beim Fisch,
gibt es da keine Probleme, diesen dann ordentlich zu releasen, dass dieser kraftvoll von selber wegschwimmt. Aber nochmal, um das abzuschließen, gerade in Gewässern, wo das Wasser steht, wo es eine Sprungschicht gibt, um viel Kraut im Wasser, achte darauf, die Gefahr ist sehr groß, dass ihr einfach Fische zurückschiebt, diese sich drehen, in dem Kraut irgendwo liegen bleiben, dann ist die Gefahr groß, nachts, wenn der Sauerstoffgehalt da zurückgeht, dass diese Fische verenden oder wenn die Sprungschicht da ist, dass sie unter diese sinken, auch dort ist das Wasser sehr kalt und dann können die auch da unten verenden, weil wir dort ja meistens Humusboden haben und so weiter, so Faulschlamm und so weiter. Und wenn die da drin liegen, ist es auch nicht gut. Von daher, guckt euch den Fisch im Flachwasser an, lasst den da stehen und wenn er selber kraftvoll wegschwimmt, ist er meistens dann auch fit. Gut, ich hoffe, wir haben einige Aspekte besprochen. Erstmal wieder vielen Dank für eure Fragen, aber nun seid ihr wieder an der Reihe. Vieles, wie gesagt, ist ja immer meine persönliche Meinung. Schreibt mir doch mal rein, welche Erfahrung ihr mit den Anleinen habt. Ist das wirklich alles verteufelt? Wie gesagt, ich möchte hier nicht an Pranger stellen, dass ich die Leute jetzt dazu ermutige, jeden Fisch, den ihr fangt, aufzuheben. Ganz im Gegenteil. Ich möchte aber die Leute dazu ermutigen, auch wie jetzt beim Klopfen, beim Vertikalangeln oder so, nehmt ein Seil mit. Wenn ihr den Fisch gefangen habt, gerade mit leichtem Gerät ist er ausgepowert, dann kommt er einmal ans Seil, auch mal eine halbe Stunde. Ihr zieht euch in der Zeit eine Watthose an, bereitet alles vor, trinkt einen Kaffee, sprecht mit euren Kollegen ab, wie die Bilder werden sollen und dann geht das ganz schnell. Dazu möchte ich euch ermutigen. Und dieses eigentliche Anleinen so weit zurückzufahren, dass wenn was Spezielles kommen sollte, ein großer Fisch, ein Weißer, wie auch immer, dass man dann wirklich auch diese Erfahrung hat, dementsprechend das richtig umzusetzen. Das kommt dann ja auch noch dazu. Einer, der nie anleint, will mir dann erzählen, wie es geht. Ist natürlich Blödsinn, woher soll der das wissen? Ne? Also von daher, das möchte ich bitte kontrovers diskutieren mit euch. Wie gesagt, ich halte da wie immer oder appelliere an den gesunden Menschenverstand, aber auch wichtig in dieser kleinen, bescheidenen Wallerszene, zerfleischt euch da nicht. Jeder hat sein Anrecht darauf und wer das hier gut dokumentieren kann, das nehmen wir in der nächsten Fragerunde mit rein. Da bin ich gespannt auf rege Teilnahme, würde mich dazu freuen, ordentliche Feedback dazu, ordentliche Erfahrungswerte, auch das ist ja immer wichtig, wie seht ihr das und so weiter, vielleicht könnt ihr da das ein oder andere Beispiel mit nennen, hier unten in die Kommentare mit rein und natürlich lasst eure Fragen da oder schreibt mir persönlich auf Instagram oder Facebook eine Nachricht. Bis dahin, euch eine fischreiche Zeit, jetzt kommt ja der heiße Herbst, ich bin auch bald wieder unterwegs am großen Fluss in Italien, freue mich auf diese Tour und wünsche euch viel Spaß im Herbst. Viele dicke Fische. Bleibt gesund, euer Benni. Ciao.